Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Immer noch mit James im Krankenhaus und bevor wir zum Fahrstuhl gehen, können wir noch mal eben nach Maria gucken, wie es ihr dann jetzt so geht. War das diese Türe? Nein, das ist eine zu weit. Na, Maria, noch alles in Ordnung bei dir, oder? Ist irgendwas? I'll be okay soon. Did you find Laura? Not yet. Ihr scheint es ja einigermaßen okay zu gehen. Das ist ja schon mal etwas. Ach, was mache ich denn? Falsch. Falsch. James. Zurück. Ich kann auch den Fahrstuhl hier oben ganz einfach benutzen, um in den Keller zu gelangen. Ich drücke auf die Knöpfe, aber der Aufzug rührt sich nicht. Ja, wieso das denn? Muss ich doch den anderen Fahrstuhl benutzen? Aber da war doch das Feld abgedeckt. Naja, vielleicht kann ich ja nur von dieser Etage aus da nicht hin. Ich bin ja jetzt in der dritten, gell? Ja, dann versuche ich es jetzt einfach mal in der zweiten Etage. Vielleicht klappt das ja. Oder vielleicht könnte ich jetzt auch von hier aus sogar jetzt mit dem Schlüssel in die, von der dritten aus dahin. Ich weiß es nicht genau. Naja, egal. Gott, das Geräusch der Türen, ey, ist auch schon so krass, ey. Brauche ich schon eigentlich nicht einen Gruselfaktor, es reicht mir eigentlich schon das Geräusch dieser Türen. Ja, Schlüssel zum Aufzug. Perfekt. Bing! Die Schritte hier drin hören sich interessant an. Naja. Wir wollen in den Keller. Hallo? Ah, ja, danke schön. Warum kann ich denn nicht in den Keller? Das finde ich ja jetzt doof. Ja, fahren wir mal in die 1. Keine Ahnung. Genau, hier war ich ja auch noch gar nicht. Stimmt, ich musste sogar zur 1. Hatte ich ganz vergessen, dass ich hier noch gar nicht war. Gott. Was ist hier? Ja, nimm doch, da ist doch irgendwas gewesen. Ich hab grad so Schiss, ne? Atmen. Hier kann ich ja auch schon wieder rein, ey. Ich will nicht überall rein können. Hier will ich noch nicht rein. Ich möchte mal ganz gerne speichern eigentlich eben. Ich hätte ganz gerne Speicherplatz. Oh, Virenprogramm. Warum ploppst du jetzt gerade auf? Du hast mich voll erschrocken. Geh weg. So. Abgeschlossen. Ich weiß auch genau warum. Ist da eine Puppe? Oder was ist das hier? Keine Ahnung.
Will ich das wissen? Oh. Ja, jetzt kann ich hier auf einmal durch, ne? Jetzt bin ich ja... Oh, Telefon, ey. Ah, Hals, Maul ist eh nicht für mich, das weiß ich. So, ja. Ich gehe mir eben speichern, Leute. Das ist mir wichtig. Auch aus einem anderen bestimmten Grund, sag ich mal. Der sich euch gleich erschließen wird. Achso, wollte schon gerade sagen, wo ist der Speicherpunkt? Okay. Ah, Mann, 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 Mann. Gleich kommt vor allem wieder eine Cutscene, wo ich wieder mal auch nicht weiß, ob die Musik drin gelassen wird oder nicht, aber ich hoffe es jetzt einfach mal. Kann ich mich ja eigentlich ganz gut an Andys Let's Play orientieren. Von daher hoffe ich mal, dass sie drin bleiben darf, weil ohne Musik wäre das schon ein bisschen blöd. Du, gut, dann gehen wir jetzt hier mal zu den Teddys hin. Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You're gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I wanna go get it, is that okay? Yes, yes! Hurry up! Is it in there? Yeah, in the back. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You fucking...
Okay. Wow. Oh, 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 oh. Okay, jetzt müssen wir die Viecher hier besiegen. Dafür nehme ich am besten die Pistole, weil Gewehr ist zu schwerfällig und ich muss hier schnell sein. Und die sind leider nicht so lahmarschig wie Pyramid Head. Okay. Oh, ba, 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 ba. Okay, lauf, 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 lauf. Okay, da, lauf, 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 lauf weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, okay, 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 okay. Ich verschwinde ja schon, ich verschwinde ja schon. Ist gut. Ein Ding ist schon besiegt. Oh Gott, 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 oh Gott. Die! Geh kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Ist da noch ein Dritter auf einmal? Wo kommt der denn her? Bleib weg von mir. Leute, wir sind jetzt in der Otherworld gelandet. Und ich höre immer noch die Sirenen. Scheiße. Vor allem, was waren das für Viecher? Ich bin draußen. Das ist Gras hier. Und das... Ich habe eben Regentropfen sogar gesehen, aber jetzt ist es irgendwie schon wieder trocken hier. Komisch. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Aber ich hätte diese fiese Lava. Das sieht schon wieder alles so eklig aus. Aber ein Speicherpunkt ist hier, das ist schön. Was sagt denn die Karte eigentlich? Ich bin hier im Garten gelandet. Also ich war eben im Garten, besser gesagt. Also die geradeaus ist zu, ne? Ja. Okay, ich habe immer noch die Knarre ausgerüstet. Wie viel Muni habe ich eigentlich noch dafür? 129, ja, passt ja, ne? Ich weiß nicht, soll ich die Knarre ausgerüstet lassen? Ich lasse jetzt einfach mal ausgerüstet, oder? Obwohl. Nein, ich doch nicht. Ich nehme mal wieder das Stahlrohr. Auch wenn ich damit ja nicht so ganz zufrieden bin, vielleicht nehme ich hinterher wieder das Holzbrett, aber naja. Liegt hier noch was? Tatsache, Schrotpatronen. Habe ich ja richtig gesehen. Sagt er irgendwas zum Gitter an sich? Nö. Was Bestimmtes zu sehen ist da auch nicht, außer so ein komischer Ventilator in irgendwas, in irgendeiner komischen Wand. Naja, speichern wir mal ab. Puh. Oha. Das war jetzt auch nicht so der harte Bosskampf natürlich, aber die waren schon auf jeden Fall nicht so langsam wie Pyramid Head. Das ist auf jeden Fall klar. Ich meine, die Bosskämpfe werden natürlich immer anstrengender. Aber es waren ja irgendwie so Betten. Ne, so irgendwie lebendige Betten, also wo so ein Teilkörper irgendwie drin war. So ein Bettenmensch, sag ich mal. Was ja auch nochmal irgendwie für Mary, glaube ich, stehen soll in irgendeiner Art und Weise, weil sie ja lange im Bett gelegen hat. Logischerweise hier im Krankenhaus. Aber wie genau das nochmal mit ihrem Zusammenhang hängt, weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich sonst nochmal nachgucken, ob ich da auf Wikipedia oder sonst auf irgendeiner Seite was zu finde. Dann sage ich das mal demnächst. Ja. Aber dann war es jetzt erstmal für diesen Part. Ich hoffe mal, dass ich den Kampf nicht nochmal machen muss und dass die... Also wegen der Musik, der Cutscene und sowas, ne? Wir schauen einfach mal, ob es drinbleiben kann. Ich denke und hoffe aber mal ja. Und
Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Leute. Habt ihr endlich mal wieder einen längeren Part gehabt, ne? Und ja, schönen Tag euch noch, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.